Hallo ihr Lieben und Juhu von Guru. Heute mit dem neuen Holzofenbrot aus dem Lidl. Dort gibt es das. Ich habe mir die Sorte Bergkäse gegönnt. Ansonsten gibt es noch Salami, Peperoni, Speck und Zwiebeln, Hirtenkäse und Spinat gibt es auch noch. Und diese Sorte mit dem Bergkäse ist sogar vegetarisch. Und bei Holzofenbrot denkt ihr vielleicht auch, beziehungsweise ich habe daran gedacht, auch an richtig an das Ofenbrot von Wagner. Eventuell war das hier Vorbild, denn das Ofenbrot von Wagner mit diesem Räucherkäse finde ich endlos geil. Einer der besten Snacks für den Backofen für abends. Das Ofenbrot hat ja auch noch 190 Gramm, also quasi ist so schwer wie eine halbe Pizza. Finde ich, ist die ideale Größe. Und Bergkäse klingt wirklich lecker, oder? Hergestellt in Österreich. Schaut mal, man kann es sogar so hochkant halten und so im Querformat. Hier haben wir alles gedacht. Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Mein Ofen heizt gerade schon vor und dann wollen wir mal schauen, wie es sich im Ofen macht. Aber erstmal reinschauen, wie es optisch aussieht. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, ihr Lieben. Deswegen ziehe ich das. Aha. Ach. Nee, Rustipani ist es schon mal nicht. Es ist tatsächlich nur eine Scheibe Brot. Also so wie dieses Ofenbrot von Wagner. Hat mich jetzt ein bisschen auf Anhieb enttäuscht. Ich kann die Enttäuschung nicht verbergen. Ich hatte so gedacht, das sieht so... Und dann klingelte auch noch der iPhone-Wecker und es gab einen Schnitt. Gerade in dem Moment meiner größten Enttäuschung am Anfang vorweg. Denn ich hatte ehrlich gesagt gedacht, dass hier... Das hat mir das so suggeriert, dass es wie ein Ofenbrot aussieht, aber das ist eigentlich nur... Das ist so eine Pappunterlage. Es ist gar nichts, gehört gar nicht zum Brot dazu. Es ist wirklich nur, das Brot ist das hier. Das habe ich komplett fehlinterpretiert. Da bin ich so ein bisschen drauf reingefallen. Naja, steht ja auch Holzofenbrot drauf. Aber Rustipani heißt ja auch Ofenbrot von Wagner und ist irgendwie kein Brot. Ich weiß nicht, wie das andere nochmal heißt von Wagner. Das ist ja auch mit so einer Scheibe Brot. Und naja, immerhin hergestellt in Niederösterreich. Das finde ich schon mal ganz, ganz cool. Und genügend Käse ist auch drauf. Und ja... Ich dachte erst, es ist eine neue Form von der kleinen Pizza. Na, schauen wir mal, wie es schmeckt, ihr Lieben. Okay, hier steht ja auch drauf, Roggenmischbrot mit 27% Bergkäse und Lauch. Ja, ich bin auch ein Lauch. Zum Beispiel, weil ich dieses Holzofenbrot hier nicht so gut aus der Verpackung rauskriege. Das ist echt semi-optimal eingepackt. Schaut mal, es ist hier so festgeschweißt an den Seiten. Wenn ich das rausziehe, geht mir hier eine ganze Belag flöten. Ich kriege es so... echt schwierig raus. Ich habe nur eine Hand. Ich werde gleich die Schere nehmen und das noch weiter aufschneiden. Also verpackungsmäßig ist es echt semi gelöst. Irgendwann habe ich es ja nochmal richtig ausgepackt und es ist wirklich sehr gut belegt. Man kann ja den Käse, der runterfällt, ja auch wieder drauflegen. Und das ist wirklich schon mal positiv erwähnenswert. So, und das geht jetzt 11 bis 13 Minuten im Backofen. So ihr Lieben, jetzt ist das Holzofenbrot schon 7 Minuten im Backofen bei 210 Grad Ober- und Unterhitze. Und mir ist auch eingefallen, wie das Produkt von Wagner hieß. Bäckerkruste, meinte ich. Die sieht ja auch aus wie ein Brot. Und das Holzofenbrot von Wagner ist eher so eine Art Pizza. Und deswegen bin ich so megamäßig verwirrt. Das war jetzt circa 12 Minuten bei 210 Grad Ober- und Unterhitze drin. Man macht das übrigens wirklich auf dem Gitterrost. Aber ihr könnt auch sehen, der Käse ist nicht optimal geschmolzen. Ich würde euch empfehlen, das Ganze circa 14 Minuten drin zu lassen, also 2 Minuten länger. Man muss halt immer gucken, dass der Käse nicht anbrennt. Aber der ist auch nicht so hundertprozentig sehr gut geschmolzen. Da hätte ich mit einem besseren Ergebnis gerechnet. Und hier nochmal das Holzofenbrot, klassisch auf einem Holzbrett angerichtet. Ich werde jetzt mal gleich den ersten Bissen wagen. Es ist sehr, sehr schön knusprig geworden. Klar, im Backofen mal 210 Grad und auf dem Gitter E kommt ja von allen Seiten schön viel Hitze. Ich beiße jetzt mal rein, denn jetzt kommt das, was entscheidend ist, nämlich der Geschmack. Dieser Bart ist nicht käsekompatibel. Aber der Käse kann sich sehen lassen. Also nicht nur sehen lassen, es schmeckt auch sehr lecker. Und das Roggenbrot ist
auch sehr lecker. Jetzt werden viele, glaube ich, schreiben und auch denken, Mensch, Brot, Käse, Backofen, das kann ich auch selber. Ja, das stimmt. Aber so Fertiggerichte haben ja immer den Vorteil, dass die Portionen ja schon vorberechnet sind und man genau weiß, wie viel man macht. Das finde ich schon so ein kleiner Vorteil. Es sind ja auch verschiedene Käsesorten drauf. Ist eingefroren, kann es eben mitnehmen. Man verbraucht es 1:1. Weil gerade als, na gut, Brot kann man sich ja auch wirklich zurechtschneiden lassen, das stimmt schon. Geschmacklich ist das echt gut geworden. Gefällt mir. Also es ist Holzofenbrot, ist nun mal ein Brot. Genauso wie die Bäckerkruste von Wagner ein Brot ist. Aber nicht so wie das Ofenbrot von Wagner, wo es ich so am Anfang als Inspiration im Kopf hatte. Aber da kann ja nichts dafür hier vom Team Holzofenbrot. Ist lecker, ist gut geworden. Der Käse ist super vom Geschmack her. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt das Holzofenbrot von mir käsige 8 Punkte. Wirklich lecker. Eine Pizza wäre mir lieber, aber das Brot ist auch lecker. Ich bin halt nicht so der Typ Brot, ihr Lieben. Aber wie gesagt, 8 Punkte dafür, versöhnlich zum Schluss. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!